Brasilien von Sonja Hubmann. Hallöchen allerseits. Ich freue mich, euch heute wieder eines meiner Gedichte präsentieren zu dürfen. Es stammt aus meiner Reihe 200 erlesene Gedichte. Obwohl ich eine Reisephobie und Flugangst habe, befinden sich darin auch 50 Reisegedichte. Wie es genau dazu kam, erzähle ich euch am Ende dieses Videos. Aber nun wenden wir uns jenem Land zu, das auch als grüne Lunge der Erde bezeichnet wird. Vorgetragen von Sonja Hubmann. Ich ziehe den Zuckerhut vor dir, o Rio de Janeiro, denn Jesus Christus steht vor mir. Du Monument aus weißem Stein, du himmlischer Erlöser mit gottgewolltem Heiligenschein. Aus Sklavenleid ward wilder Tanz zu Capoeira-Rhythmen. So greifbar ist der Seelenglanz. Im Samba-schrillen Wechselschritt erober ich die Straßen und Karnevale munter mit. Sao Paulo, Millionenstadt, Brasilia, lautes Zentrum und Salvador mit Weltformat. Manaus küsst mich auf den Mund mit mangosüßen Lippen und färbt mein Leben strahlend bunt. Iguazu, welch ein Augenschmaus! Dein Wasser trägt mich sinnlich ins stille Paradies hinaus. Von Seerosen lasse ich mich führen zum Pico da Neblina und Marajo will ich berühren. Brasil holzrotes Sonnenblut ertrinkt im Amazonas, taucht ein in seine grüne Flut. Im Dschungel weint der letzte Baum aus Angst vorm schwarzen Feuer, doch seine Schreie hört man kaum. Ich lieg am Ipanema-Strand und bet in jede Richtung. O lieber Gott, verschon dies Land vor menschlicher Vernichtung. Mein Beweggrund für dieses Gedicht ist wohl unschwer zu erkennen. Denn je mehr Regenwald vernichtet wird, desto rascher wird sich das Klima der Erde zu unseren Ungunsten verändern. Aber nun zurück zu meiner Flug- und Reisephobie, die in krassem Gegensatz zu meinem Interesse an fremden Kulturen, Sprachen und Ländern steht. Das erste Mal bin ich im Alter von etwa 12 Jahren geflogen, und zwar auf ein Sommercamp nach Italien, woran ich mich allerdings nur sehr schemenhaft erinnern kann. Mit etwa 20 Jahren flog ich mit einer Reisegruppe nach Florida. Bis dahin war eigentlich noch alles okay gewesen. Aber einige Jahre später, es war bei einem Firmenausflug nach Istanbul, gab es vor dem Abflug eine Bombenwarnung. Und ich hatte während des Fluges ein etwas mulmiges Gefühl. Extrem wurde meine Aerophobie aber im Jahr 1993, nach einem sehr turbulenten Hamburg-Flug, der mich wohl nachhaltig geprägt hat. Dennoch überwand ich noch 2-mal meine Flugangst und gelangte im Jahr 2000 nach London und 2016, nach einem Jahr psychologischer Vorbereitung, nach Moskau. Die Flüge verliefen alle ruhig. Aber meine Panik konnte ich dennoch nicht besiegen. Meine Reisegedichte sind somit eine Mischung aus Fakten und Fiktion. Ja, und manchmal sind ja fantasiegeborene Erlebnisse sogar noch viel schöner, als es die Realität jemals sein könnte.